Willkommen zum Infolora. Wir kommen nun zu unserem ersten Schwerpunktthema, die Flüchtlingskrise, wie sie in der bürgerlichen Presse genannt wird. Manche behaupten eher, der Ausdruck Flüchtlingsmisere wäre zutreffender. Am Apparat habe ich nun Sonja, sie ist von der Border Free Association. Sonja, kannst du uns mal sagen, was ist das überhaupt, diese Border Free Association? Diese Border Free Association aus Zürich ist ein Verein, gebildet von Privatpersonen. Genau gesagt sind wir jetzt 7 Frauen im Vorstand, 4 davon schon seit September aktiv. Wir alle arbeiten mindestens 2 bis 4 Tage pro Woche ehrenamtlich für diesen Verein. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dieser Flüchtlingskrise zu entgegnen, indem wir zunächst an der Balkanroute entlang analysiert haben, wie wir helfen können, ohne das Chaos vor Ort noch zu fördern. In der Zwischenzeit haben wir uns professionalisiert, haben einen Verein gegründet, haben Strukturen gestellt, haben vor allem über Social Media Spendengelder mobilisiert in fünfstelliger Zahl, haben einen Großteil davon bereits in Infrastruktur in Südserbien, in Preševo aufgestellt, wo täglich seit Anfang letzten Jahres zwischen 2.000 und 12.000 Flüchtlinge ankommen. Die sind alle unterversorgt, haben die Meerpassage zwischen der Türkei und Griechenland hinter sich, einige mit Todesfällen, einige erkrankt, viele ohne richtigen Schuhwerk, sehr viele sind gezwungen, ein ganzes Land zu Fuß zu passieren, kommen völlig dehydriert, ermüdet, zum Teil traumatisiert an. Wir waren das erste Mal im September in Preševo, um zu sehen, was geschehen war. Wie gestaltet sich denn eure Arbeit konkret vor Ort? Vor Ort hat alles angefangen im August, als es uns noch nicht gab, mit der Vanja Knojevic. Sie ist unsere Vereinspräsidentin. Sie hat sehr viele Frauen wie mich um sich geschart, die sie zunächst gar nicht kannten. Aber wir hatten alle ein Ziel, dieses Problem nicht zu ignorieren, sondern damit umzugehen. Wir wollten diesen Menschen auf der Flucht helfen, sie willkommen heißen, sie aber auch unterstützen. So ging sie mit einem Rucksack und 2000 Franken Spenden, die sie privat organisiert hatte, schlichtweg im August 2015 nach Preševo, sah die Misere vor Ort, hat sich dann aber sogleich mit Privatorganisationen vor Ort wie Youth for Refugees und Danish Refugee Council, hat sie sich in Verbindung gesetzt und eine Zusammenarbeit lanciert. Seit September, als wir Border Free Association gegründet haben, sind wir vor Ort immer vertreten mit jemandem aus dem Vorstand. Meist ist das die Vanja Knojevic. Mittlerweile haben wir noch die Rabia dazu. Und wir haben uns mit allen NGOs, aber auch mit den Autoritäten vor Ort in eine Zusammenarbeit zusammengetan und haben mittlerweile einen 24-Stunden-Service vor Ort. Wir haben mehrere Container, über 3 bis 5 Container, die wir betreuen. Wir haben Zelte aufgestellt, wo wir täglich warmen Tee und Suppe verteilen, auch Früchte, Süßigkeiten für die Kinder, eine Spielecke. Wir haben Menschen aus Preševo angestellt. Dort ist der Durchschnittslohn zwischen 200 und 300 Euro pro Monat, die für uns jeden Tag arbeiten und diese Flüchtlinge betreuen. Flüchtlinge sind für uns Menschen auf der Flucht. Also was sind denn die primären Herkunftsländer dieser Flüchtlinge? Natürlich Syrer, aber auch die Afghanen und die Iraker, die ja zunächst als Flüchtlinge akzeptiert wurden. Was aber genau in den letzten 2 Tagen geschah, ist, dass Mazedonien und Serbien überfordert war und Druck ausüben wollte auf Europa. Also was hat sie getan? Sie hat Afghanistan kurzerhaltend als sicheres Land definiert. So wurde es rhetorisch kommuniziert, was aber die Behörden nicht bestätigen. Also
afghanische Flüchtlinge gestrandet bei der griechisch-mazedonischen Grenze und bei der mazedonisch-serbischen Grenze. Sie werden zum Teil in diesen UN-Bussen oder Car-Bussen, private auch, festgehalten und es wird ihnen nicht erlaubt, die Weiterreise in Angriff zu nehmen. Diese afghanischen Flüchtlinge, die auch wirklich wahre Flüchtlinge sind und Fluchtgründe haben, die sind jetzt so verzweifelt, dass sie die Grenze barrikadieren und somit die syrischen Flüchtlinge auch nicht mehr passieren können. Das ist aber gerechtfertigt. Was würden sie machen, wenn sie verzweifelt sind, ihre Familie verhungert, es ist kalt? Bis heute Nacht wussten wir nicht, ob diese Flüchtlinge Wasser und Essen kriegen, also haben wir uns von Border Free mit anderen Privataktivisten und aktivistischen Gruppen in Bewegung gesetzt und haben sichergestellt, dass diese Menschen an der Grenze versorgt werden. Wir wurden daran gehindert, wir haben es trotzdem geschafft. Und das ist nicht zuletzt auch dank dem Einsatz von Vanya, unserer Vereinspräsidentin, danke an Rabia, an unserem Team vor Ort, an unsere Freunde aus der Regierung, aus Serbien und aus privataktivistischen Gruppierungen, die alles Mögliche in Bewegung gesetzt haben. Du hast gesagt, ihr wurdet gehindert, eure Arbeit zu machen. Was sind denn die Schwierigkeiten vor Ort? Ja, dass sich natürlich andere NGOs, die die Verantwortung hätten, die einen Regierungsauftrag hätten, denen wird erlaubt zu helfen. Also stellen sich diese zum Teil auch gegen direkte Hilfeleistung, die unkompliziert getätigt werden könnte, dass sie sich vielleicht, das ist jetzt eine Mutmaßung, mit den Behörden nicht vermiesen wollen. Sie wollen ja helfen, im Prinzip. Aber unsere Erfahrung ist, dass das Rote Kreuz oder UNHCR oder wer auch immer diese großen NGOs sind, die Millionen in Mitteleuropa an Spendengeldern mobilisieren, wie auch das IKRK, um sie an der Balkanroute zu investieren, dies nicht tun. Wir haben erst den letzten Monat Spendengelder mobilisieren müssen für Heizkosten innerhalb des offiziellen One-Stop-Centers von Preševo sammeln müssen. Pro Monat 5.000 Euro an Heizkosten. Wir wurden angefragt, ob wir diese Kosten übernehmen. Wir haben uns beteiligt mit 2000 Franken, wir haben Privat-Fundraising getätigt. Und unsere Spender aus den sozialen Medien wie Facebook haben sich entschieden zu spenden, spezifisch für die Heizkosten. Das tun wir auch. Und wir danken dafür auch unserer Vorstandsfrau Miriam Fischer, die wie ich unermüdlich daran arbeitet und ehrenamtlich solche Funding-Projekte aufwirft und bewirkt. Machen wir kurz eine Zwischenfrage. Du hast gesagt, die Spenden kommen vor allem über Social Media. Werden die generiert? Wie kann man denn mit euch in Kontakt treten, falls man jetzt spenden möchte oder sich bei euch engagieren möchte? Wir brauchen Volunteers. Wir haben seit September mindestens 50 verschiedene Volunteers aus der Schweiz oder sogar noch mehr mit dem Ziel gesetzt, den 24-Stunden-Service in Preševo abzudecken, angestellt. Also natürlich ehrenamtlich, wir geben keine Löhne. Wir zahlen in seltenen Fällen Flugtickets, wenn sie vielleicht 4 Wochen vor Ort sind. Das kostet höchstens 150 Franken pro Flugticket, je nachdem wie kurzfristig man bucht. Dann aus der Schweiz haben wir bis jetzt mindestens 20 freiwillige Mitarbeiter. Im Vorstand sind wir 7 Frauen. Ich insgesamt seit Anfang mit dabei und habe auch den Border Free Verein mitgegründet. Wir sind auf Facebook. Wir heißen Border Free, zusammengeschrieben B-O-R-D-E-R, Free, F-R-E-E, Association. Wir haben eine Facebook-Seite mit unserem Logo. Dort informieren wir mehrmals täglich über unsere Aktionen. Wir kriegen fast jeden Tag Berichte von unseren Volunteers an der Front. Spendengelder transferieren wir nicht einfach. Wir sind vor Ort vertreten vom Vorstand. Wir nehmen das Geld mit. Es gab immer wieder Probleme mit dem Geldtransfer. Wo schicken wir es hin? Weil wir an der Grenze nicht so viel Cash dabei haben dürfen, gemäß Zollbestimmungen. Jetzt haben wir eine Lösung realisiert, die heute über Nacht endlich realisiert wurde. Wir wurden als offizielle NGO, nicht
Non-Profit-Nichtregierungsorganisation in Serbien offiziell deklariert, so dürfen wir endlich ein Bankkonto eröffnen in Serbien, wo dann unsere Vorstandsfrauen, die vor Ort sind, das Geld abheben können. So können wir auch die Spesen, die Bankgebühren minimieren. Du erwähnst immer wieder Preševo. Vielleicht für unsere Zuhörer, wo liegt das genau? Südserbien. Es ist ungefähr 2,5 Kilometer von der mazedonisch-serbischen Grenze weg. In Serbien ist das Miratovac oder Miratovac. Ich kenne jetzt die Aussprache nicht so genau. Oft von der mazedonischen Seite müssen die Flüchtlinge 2,5 Kilometer bis auf Miratovac laufen, durch Schlamm mit Kleinkindern in den Armen und zum Teil mindestens 30 Kilo Gepäck dabei. Also ich rede nicht von Luxusartikeln. Wenn eine 5- bis 15-köpfige Familie flüchtet mit Großmutter, Großeltern, Tanten, Kleinkindern, dann brauchen sie Kleider, sie brauchen Medikamente, das haben sie dabei. Von Miratovac geht es dann ungefähr 10 Minuten mit dem Car bis nach Preševo. Dort beim Bahnhof von Preševo ist das One-Stop-Center, wo die Flüchtlinge offizielle Transitpapiere kriegen, die ihnen erlaubt, das Land innerhalb von 72 Stunden zu passieren. Mittlerweile mit dem Zug, am Anfang auf eigene Kosten mit Cars und mit Schlepper. Das war sehr schwierig. Mittlerweile kriegen diese Familien Tickets bezahlt. Wir haben am Anfang, wo das nicht gewährleistet war, sogar eigenständig Bustickets gezahlt für ganze Familien, die kein Geld mehr hatten. Wohlverstanden, Syrien war ein Land mit Wohlstand. Viele hatten Bankkonten noch im Sommer. Die ersten Geflüchteten hatten noch ein wenig Geld dabei. Das ist normal. Wenn in der Schweiz ein Krieg ausbricht, heißt das nicht, dass wir von heute auf morgen arm werden, wenn wir flüchten. Das Geld haben wir dabei und niemand würde es freiwillig ausgeben. Wenn die Flüchtlinge in der Schweiz ankommen, wird ihnen einen großen Teil ihres Geldvermögens abgenommen, um einen großen Teil der Asylkosten abzudecken. Diejenigen Flüchtlinge, die kein Geld haben, die zahlen natürlich nicht. Was sind denn die Perspektiven eurer Arbeit? Ist es nicht schlussendlich einfach ein Tropfen auf dem heißen Stein, der bekannte? Also wo liegen denn eure Grenzen? Unsere Grenzen sind dort gegeben, wo die Wassergefäße beim Glas anfangen. Sprich, seit September arbeiten für uns ca. 100 Menschen. Nicht ständig, aber vor allem die vom Vorstand. Ich zum Beispiel 4 Tage die Woche ehrenamtlich. Neben meiner anderen Arbeit, meist Künstlerinnenarbeit, die politisch motiviert ist. Und von einem Tropfen haben wir vermutlich einen kleinen See gefüllt mittlerweile. Das klingt doch mal sehr gut. Was müsste sich denn eurer Meinung nach vor Ort auch ändern, dass eure Arbeit erleichtert werden würde? Auf politischer Ebene natürlich. Nur in Preševo selber etwas politisch zu ändern, was die ganze Flüchtlingskrise verhindert, vor allem in Sachen sichere Flüchtlingswege. Wir wären unnötig in Südserbien, wenn wir diese Rechte wieder einführen, dass zum Beispiel Flüchtlinge bei Schweizer Konsulaten Asyl beantragen können, die ihnen erlaubt, ein Flugzeug zu besteigen, Züge zu besteigen, Taxis zu nehmen, was auch immer. Wir zwingen Menschen, gefährliche Meerespassagen in Angriff zu nehmen, in Schlauchbooten von Schmugglern organisiert, die schon bei der Abfahrt halb gefüllt sind mit Wasser im Winter, wo es kalt ist. Einige fallen raus, viele sterben und wir nehmen das in Kauf. Auf EU-Ebene, wir nehmen das in Kauf, dass Menschen sterben. Täglich, jeden Tag, entweder bei der Meerespassage oder bei der Durchquerung der verschiedenen Grenzen, wo sie immer noch als Terroristen behandelt werden oder als Aussätzige und. EU, die Schweiz, alle müssen handeln. Die Schweiz könnte wieder mal eine humanitäre Vorreiterrolle nehmen. Was passiert? Man will die Grenzen schließen. Was verlangt Toni Brunner von der SVP? Er verlangt, dass wir das Militär an der Grenze schicken, um möglichst keine Flüchtlinge ins Land reinzulassen.
Ja, das ist doch toll. Ja. Würde man anders politisieren und für sichere Fluchtwege sorgen, dann könnten wir von Border Free Association uns um Integrationsprojekte kümmern, damit diese Menschen in der Schweiz Fuß fassen könnten, damit man ihnen eine Ausbildung gewährt oder einen Arbeitsplatz, damit sie dann, wenn die Situation vor Ort sich beruhigt, in Syrien, Afghanistan, Irak, wo auch immer, sie das Land wieder aufbauen können. So geschieht es heutzutage mit den damaligen Flüchtlingen aus dem Balkan, aus Ex-Jugoslawien. Sie bauen heute über Privatvereine ehrenamtlich ihr Land wieder auf. Das erlebe ich jeden Tag. Wir erlauben es aber den neuen Flüchtlingen nicht. Wir behandeln sie nicht mal als Flüchtlinge. Rhetorisch höre ich in den Medien immer noch von Migrationswelle. Das ist nicht so. Und Menschen, die behaupten, sie sollen dort bleiben und sich um ihre Menschen kümmern und um ihr Land. Wer will denn freiwillig bombardiert werden? Von Russen, von Amerikanern, von Assads Partei, von Terroristen? Wer will das schon? Ich würde selber flüchten. Ich meine, was ist das für eine Rhetorik? Hören wir doch bitte damit auf. Also du sagst auch, die Schweizer Politik müsste sich ändern. Du hast das Botschaftsasyl angesprochen. Ist es tatsächlich so, dass durch ein Botschaftsasyl viel Leid verhindert werden könnte? Auf jeden Fall, weil dann die Politiker in ihren Ländern handeln. Weil wenn alle Konsulate auf der Welt, wo es Krieg gibt, überfüllt sind mit Flüchtlingen, dann reagiert man, weil dann kann man die Augen nicht mehr verschließen. Nur, was ist geschehen? Man verhindert auf politischer Ebene deren Fluggesellschaften, Flüchtlinge anzunehmen. Sie dürfen keine Flugtickets kaufen. Also zwingt man sie, zum Beispiel Mazedonien zu Fuß zu überqueren, weil man sie nicht ins Land einlassen will. Und diese Menschen sind übermüdet, sie werden krank, sie haben kalt, sie müssen die Winternächte überstehen, sie haben kein Essen. Wie kann man für die ganze Familie Essen mitschleppen? Für was entscheide ich mich? Für Pampers, für mein Baby oder für Essen und Trinken? Wenn nur die Männer vielleicht 10 Kilometer lang in der Lage sind, pro Arm ein Baby zu tragen und 2 Rucksäcke und noch in den Händen um die Baby herum noch schwere Schlafsäcke und Zelte, weil diese Menschen müssen ja auf der Straße nicht selten übernachten. Das habe ich alles mit meinen Augen gesehen. Ich gehe dort regelmäßig hin. Ich bin vernetzt, weil wir vom Verein her vernetzt arbeiten. Ich sehe das mit meinen Augen. Wie gehst du denn damit um, wenn du diese Situationen siehst? Also persönlich, weil das muss einen ja doch sehr stark betreffen. Ich fokussiere auf das Positive. Ich fokussiere auf die Menschen, die etwas bewirken wollen. Ich fokussiere darauf, was ich mit meinem Verein und mit den anderen Frauen wie Vanya, wie Miriam, Jelena Jugovic, wie Robin, wie Rabia, was wir alles bewirken können. Und das motiviert mich weiterzumachen, weil wir retten Leben. Wir unterstützen Menschen auf der Flucht. Nur darauf kann ich mich konzentrieren. Wenn ich mich auf die Scheißpropaganda der SVP, entschuldigen Sie für dieses Fluchwort, konzentrieren würde, wäre ich irgendwann mal gelähmt. Die SVP schützt rhetorisch und basiert sich auf eine Schweiz, die es so noch nie gegeben hat. Ich bin selber Sekunda. Ich weiß, wer das Land aufgebaut hat. Nach dem Weltkrieg waren es die Juden, die die Uhrenindustrie und die Bankindustrie aufgebaut haben. Vergessen Sie nicht. Die Schweizer haben ihre Kinder verdingt, noch bis vor 20, 30 Jahren, weil nach dem Weltkrieg war die Schweiz arm. Vergessen Sie das nicht. Ich erinnere mich, wie SVP-Delegationen, sie hieß damals anders, glaube ich, BGB, ich weiß es nicht genau, in den 70ern, 80ern, sogar 60ern nach Süditalien reiste und alle kräftigen Männer überredete, als Saisonierarbeiter in die Schweiz zu kommen. Aber mit der Klausel, du darfst deine Familie nicht mitnehmen. Weil man will ja irgendwann mal, wenn das Land aufgebaut ist, wieder unter seinesgleichen sein, unter Schweizer. Dann, wenn das Land reich ist. Was war damals geschehen? Die ganzen Italiener aus Süditalien haben ihre Familien illegal in die Schweiz geschmuggelt. Ich musste selber 2 Jahre lang illegal in einem Haus leben und mucksmäuschenstill mit 20 anderen Kindern leben zum Teil. Weil meine Eltern mussten ja arbeiten. Und nach dem Saisonier-Niederlass, dann kriegst du das C dann darfst, oder B, dann darfst du deine Familie immer noch nicht hinzunehmen. Zuerst muss man in der Gemeinde noch ein paar Jahre gearbeitet haben. Vergessen Sie nicht, die SVP hat immer profitiert.
Sie will ihre Machterhaltung, ihren Wohlstand erhalten, der auf die Arbeit von Ausländern und Migranten und Flüchtlingen basiert. Ich habe diese Rhetorik satt. Gut, jetzt wollte ich nochmals kurz zurück abschließend vor Ort. Was erwartet ihr im Sommer? Weil im Sommer ist es ein bisschen wärmer, das Wetter ist besser und dementsprechend ist auch mit höheren Flüchtlingszahlen zu rechnen. Genau. Es wird anreißen, wobei es wird schlimmer als letzten Sommer. Letzten Sommer hatten wir bis zu 12.000 pro Tag. Das Problem ist, dass jetzt die Länder um Libyen herum, auch die Türkei, die ganze Balkanroute, sich natürlich vorbereitet, weil sie diese Masse nicht annehmen will. Und sie werden jetzt vertrieben aus all diesen Ländern und diesen Camps. Man will sie nicht mehr. Was wird weiterhin geschehen? Wie die letzten paar Tage werden die Grenzen geschlossen. Auch jetzt bedeutet das, sobald die Grenzen wieder geöffnet werden, zum Beispiel die Grenze geht zu, dann haben wir in Preševo vielleicht ein paar hundert Flüchtlinge pro Tag. Das täuscht, weil in dieser Zeit bereiten wir uns dann für die Masse vor. Weil sobald ein Streik in Griechenland aufhört oder eine Grenze wieder geöffnet wird, dann kommt die ganze Masse daher, die gestrandet ist. Und diese sind dann in einem sehr schlimmen Zustand, körperlich, psychisch, gesundheitlich. Und das geschieht schon im Winter, da müssen wir nicht den Frühling abwarten. Im Frühling wird es noch schlimmer. Nur, dass sie dann vielleicht mit den Flip-Flops nicht frieren, aber sie sich wundlaufen. Das wird nicht abnehmen, das wird schlimmer. Und es hört nicht heute auf, es hört auch nicht in einem Jahr auf. Und vermutlich geht es 2 Jahre lang so weiter. Wir haben in den Medien seit letzten Herbst, als die Aufruhr anstieg, als sich die Kundgebung in Zürich beim Helvetiaplatz eigenhändig organisiert hatte, als ich noch keinen Verein hatte, stieg die Anzahl Flüchtlinge zwar schon an, aber die Medien hörten irgendwann mal auf, darüber zu berichten. Nur die Situation ist nicht leichter geworden, glauben Sie mir. Das war Sonja von Border Free Association. Ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Wer sich informieren will, kann das auf Facebook unter Border Free, BORDERFREE. Es werden Leute gesucht, die spenden und natürlich sind freiwillige Volunteers, die mitarbeiten, auch willkommen. Danke vielmals und viel Erfolg für die Zukunft. Herzlichen Dank, Sam, und Ihnen auch.